Willkommen beim heutigen Tutorial, in dem ich auf eine Anwendung eingehen möchte, die für viele schon ganz lange bekannt ist, für andere jetzt aber unter den Bedingungen von Online-Unterricht gänzlich neu. Und das ist Padlet. Padlet ist inzwischen zu einer Standardanwendung geworden, wenn es darum geht, online-basiert mit Schülerinnen und Schülern, aber natürlich auch Kolleginnen und Kollegen oder anderen Teilnehmern zusammenzuarbeiten. Denn Padlet ist im Grunde, und das ist das Schöne, eine ganz offene Anwendung, die zu kreativem Austausch anregt, die sehr gut geeignet ist für Materialsammeln, vor allem aber auch hinterher darüber in Diskurs zu treten, sich auszutauschen, zu bewerten, zu kommentieren und das alles in einer Oberfläche, die ganz einfach zu gestalten ist. Und genau darauf möchte ich heute eingehen. Es gibt schon wunderbare Tutorials zu Padlet, so zum Beispiel von Bob Blume, das ich sehr empfehlen kann. Das werde ich auch hier unter dem Video verlinken. Trotzdem haben mich aber in den letzten Wochen ganz viele Nachfragen erreicht. Wir wollen jetzt mit Padlet arbeiten oder wir haben jetzt auf Padlet umgestellt. Könntest du dazu nicht ein Video machen, das nochmal erklären? Und da habe ich mir gedacht, natürlich, klar, mache ich gerne. Ich stelle hier einfach nochmal Padlet vor, das ich selber auch ganz toll finde. Und deshalb natürlich gerne auch alle Funktionen zeige. Die Funktionsweise von Padlet ist tatsächlich ganz, ganz einfach. Und das möchte ich jetzt im nächsten Schritt erstmal wirklich Schritt für Schritt zeigen, wie man bei Padlet anfängt, wie man ein Padlet anlegt und wie man es dann auch im Unterricht nutzen kann. Und dazu schauen wir jetzt erstmal direkt ins Padlet rein. Bin ich jetzt bei Padlet eingeloggt, dann habe ich erstmal hier meinen Startbildschirm. Auf die Registrierung gehe ich jetzt nicht genauer ein, weil die wirklich ganz, ganz einfach ist und schnell gemacht ist. Aber wenn ich dann drin bin und loslegen möchte, dann sehe ich zunächst hier meine Padlets, die ich bereits erstellt habe. Und hier oben links vier Buttons, die wichtig sind. Allerdings ist eigentlich nur der linke Button wirklich wichtig, nämlich ein Padlet zu erstellen. Zunächst noch ganz kurz zum Grundverständnis. Padlet ist im Grunde eine digitale Pinnwand. Erstmal nicht mehr und nicht weniger, allerdings bietet Padlet unglaublich viele Zusatzfunktionen, die es eben so praktisch machen, vor allem wenn man gemeinsam kollaborativ online-basiert mit Schülerinnen und Schülern oder anderen Kolleginnen und Kollegen arbeiten möchte. Essentiell ist erstmal ein Padlet zu erstellen, um loslegen zu können. Wenn ich auf Make a Padlet tippe, dann kriege ich die 8 Funktionen angezeigt, die Padlet im Moment anbietet. Am Anfang waren das weniger, die sind inzwischen ausgebaut worden. Und man sieht hier, denke ich, schon recht deutlich, dass es einfach um unterschiedliche Sortiermöglichkeiten geht. Von Wall über Canvas, das eher so einem völlig freien Sortieren entspricht. Stream, das so ein bisschen an Websites erinnert, mit Beiträgen, die untereinander sortiert werden. Grid oder Shelf, was ich sehr, sehr praktisch finde, weil man da mit Titeln arbeitet, Spaltentiteln und dann darunter die Inhalte sortiert werden. Backchannel, das ist eine Art Chatformat, da kann man sich zum Beispiel mit Schülerinnen und Schülern wie in einem Chat austauschen, auf Beiträge reagieren, Antworten schreiben oder eigene Beiträge reinschreiben. Map, eine Funktion, die ich unglaublich praktisch finde für einen Geografieunterricht, aber auch die Fremdsprachen, wenn es um die große weite Welt geht. Hier kann man auf Basis einer Karte, das kann eine Weltkarte sein, das kann eine Regionalkarte sein, Inhalte verlinken, sogar mit GPS-Koordinaten hinterlegt. Und das ist natürlich sehr, sehr praktisch. Für einen Geschichtsunterricht ist eher die Timeline-Funktion interessant. Hier kann man gemeinsam Zeitleisten anlegen. Mit Videos, Audios, Texten drin, Links auf Websites. Eine sehr praktische Funktion, wie ich finde. Gerade im Geschichtsunterricht, vielleicht aber auch in Literatur zum Beispiel, wenn es darum geht, Zeitverläufe darzustellen. Nach dieser kurzen Vorstellung möchte ich aber auch direkt loslegen und ich denke, ich wähle einfach mal Shelf aus, das Bücherregal, das ich einfach sehr praktisch finde, um Unterricht zu planen. Und ich zeige erstmal die Grundschritte, wenn ich ein Padlet starte. Ich komme dann hier in diese Startoberfläche, ich gebe meinem Padlet erstmal einen Titel und nenne das einfach mal das Padlet Tutorial zum Demonstrieren. Ich könnte jetzt hier noch ein Icon auswählen, das brauche ich aber jetzt nicht in dem Fall und kann dann mir, und das ist sehr, sehr praktisch, noch eine eigene Adresse aussuchen. Ich zeige gleich, was das heißt. Ich nenne das einfach jetzt mal Tutorial und kann dann hier noch einen Bildschirmhintergrund aussuchen, der nachher die Arbeitsoberfläche sein wird, auf der wir arbeiten werden. Und da würde ich vielleicht nicht zu verspielt vorgehen, sondern erstmal einfache Hintergründe wählen, um erstmal ein bisschen reinzukommen. Ich kann hier einfache Farben wählen, Übergänge, ich kann auch Pictures wählen und da gibt es ganz gute Vorlagen, finde ich, wie zum Beispiel hier Notebook, eine klare Vorlage, um Inhalte erstmal sortieren zu können. Die wähle ich jetzt mal aus und
kann dann noch hier Farbschemata auswählen, die Schriftarten. Und hier, und das ist ganz interessant, kann ich noch entscheiden, ob der Autorenname über den Post erscheinen soll. Das mache ich jetzt mal. Wo neue Posts auftauchen sollen, sollen sie ganz oben in der Spalte auftauchen oder immer unten dran gehängt werden, und sind Kommentare erlaubt. Und ich würde empfehlen, immer wenn man in Gruppen zusammenarbeitet, wenn es um Austausch geht, natürlich Kommentare zu erlauben, denn dann kann man die Beiträge anderer bewerten, kann in Diskurs treten. Und das ist, finde ich, eben eine der essentiellen, tollen Funktionen von Padlet. Also lasse ich das mal zu. Man kann auch weitere Reaktionen zulassen, wie zum Beispiel, und das ist gerade den Schülerinnen und Schülern sehr vertraut, Likes. Es kann auch gewotet werden, dann werden die Beiträge entsprechend hoch oder runter gestuft. Auch Sterne lassen sich vergeben. Also alles Formate, die sehr vertraut sind, um Beiträge zum Beispiel auch zu bewerten. Ob ich das möchte oder nicht, kann ich hier entscheiden. Und kann dann noch ein, zwei weitere Einstellungen vornehmen, zum Beispiel Require Approval. Das kann natürlich interessant sein, wenn man Padlet wirklich öffentlich zur Verfügung stellt. Dann kriegt man allerdings jeden Beitrag erstmal vorher zugeschickt und muss den erstmal bestätigen. Also das würde ich nicht empfehlen, das zu machen. Wenn ich damit durch bin, alles eingegeben habe, was ich möchte, tippe ich auf Next und kann jetzt anfangen. Es ist alles eingestellt, Start Posting. Und genau das machen wir jetzt. Ich gebe hier einfach mal die erste Spalte ein. Ich würde sagen, wir nennen das einfach mal Hinweise zu Padlet. Dann tippe ich auf Save und habe schon meine erste Spalte eingegeben. Ich gehe mal weiter hier und sage vielleicht Padlet im Unterricht. Tippe wieder auf Save und schon habe ich zwei Spalten angelegt. Jetzt ist natürlich interessant, wie kann ich das eigentlich im Unterricht nutzen? Da werde ich jetzt gleich drauf eingehen. Zuallererst möchte ich aber noch zeigen, was für weitere Funktionen Padlet bietet. Wir können einfach mal hier oben diese Buttons einen nach dem anderen durchgehen, denn das sind die Buttons, mit denen ich Einstellungen vornehmen kann und auch Dinge am Padlet verändern kann. Wenn ich hier oben drauf tippe, komme ich erstmal hier auf meine eigenen Einstellungen, die zu meinem Account gehören. Das ist noch nicht so relevant. Tippe ich auf die drei Punkte, dann sehe ich hier ganz viele Einstellungen, die ich jetzt vornehmen könnte. Wirklich wichtig ist die Funktion Invite People bzw. Share or Embed. Hier kann ich jetzt entweder Padlet-User einladen zu meinem Padlet oder ich kann, wenn ich hier auf Share klicke, und das mache ich mal ganz schnell, einstellen, wie kann jetzt mit diesem Padlet überhaupt gearbeitet werden. Wer darf eigentlich mitmachen? Das läuft hier über Privacy und das stelle ich mal ganz schnell ein. Und zwar, wenn ich auf Private stelle, dann wird dieses Padlet nicht öffentlich angezeigt. Allerdings kann ich das Ganze jetzt umstellen und sagen, ich möchte das Ganze auf Secret behalten. Es soll öffentlich keiner sehen. Allerdings, wenn jemand einen Link hat, dann soll er dieses Padlet auch bearbeiten dürfen. Und das ist die Funktion, die für den Unterricht, denke ich, relevant ist. Ganz wichtig ist hier unten noch Visitor Permission. Was dürfen Besucher in meinem Padlet jetzt machen? Dürfen sie einfach nur lesen? Oder, und das sind jetzt die anderen zwei wichtigen Punkte, dürfen Sie mitschreiben. Und das ist für den Unterricht natürlich essentiell in meinen Augen, wenn man nicht einfach nur informieren möchte. Aber das würde dem Sinn von Padlet widersprechen. Oder dürfen Sie sogar editieren, also das Padlet auch grundlegend verändern. Das Design, die Spalten verändern. Das ist eine heikle Funktion, weil das auch schnell zu Fehlern führen kann. Ich würde immer empfehlen, Can Write einzustellen. Dann tippe ich einmal ins Leere oben, tippe nochmal auf Save und schon habe ich ein Padlet, dass ich jetzt per Link meinen Schülerinnen und Schülern zur Verfügung stellen kann und indem sie auch mitschreiben dürfen. Wie kann ich es ihnen zur Verfügung stellen? Ich habe gerade schon gesagt, per Link. Das mache ich einfach hier, Copy Link to Clipboard. Jetzt ist es in meiner Zwischenablage gespeichert. Ich könnte zum Beispiel eine Mail schreiben oder eine Messenger-Nachricht, kopiere den Link da einfach rein und die Schülerinnen und Schüler können dieses Padlet jetzt betreten. Noch einfacher vielleicht, gerade in Klassen, die zum Beispiel mit Tablets schon arbeiten, ist Get QR Code. Da tippe ich einfach einmal drauf, könnte das jetzt am Beamer zeigen oder mir auch den QR Code runterladen. Der kann mit einem einfachen Klick mit der Kamera ausgelesen werden und schon sind die User auch wieder in meinem Padlet drin. Das sind die zwei essentiellen Funktionen. Die weiteren hier sind noch ganz interessant. Wichtig ist aber auch der Export, denn ich kann ein Padlet am Ende auch als Bild oder als PDF exportieren. Und das ist eine super Funktion, um meine Ergebnisse am Ende wirklich zu sichern.
Das kann man aber auch wunderbar ausprobieren, deswegen würde ich da jetzt erstmal nicht genauer drauf eingehen. Was habe ich noch für Möglichkeiten? Wenn ich hier auf das Zahnrad oben rechts klicke, kann ich wieder alles einstellen, was ich gerade am Anfang schon gemacht habe. Ich kann das Design ändern, ich könnte den Link ändern, also die Webadresse, die URL, über die man zu meinem Padlet kommt. Ich könnte auch den Titel des Padlets einfach nochmal ändern. Ich sage mal Tutorial Padlet, damit es ein bisschen klarer ist. Tippe wieder auf Save und schon sind die Änderungen drin. Wenn ich auf Share klicke, ich glaube, das ist dann ziemlich klar, kann ich wieder genau das machen, was ich gerade schon gezeigt hatte. Und mit Remake, das ist eine ganz interessante Funktion, kann ich ein Padlet tatsächlich auch kopieren. Ich kann mir zum Beispiel, wenn ich dasselbe Padlet in einer anderen Klasse einsetzen möchte, hier einfach eine Kopie machen. Das nenne ich dann Tutorial Padlet, sagen wir mal Kopie, zum Demonstrieren, völlig okay. Und kann jetzt noch entscheiden, möchte ich nur das Design kopieren oder möchte ich die ganzen Posts auch mit kopieren. Wenn ich in einer anderen Klasse damit arbeiten möchte, würde ich nur das Design nehmen und kann dann loslegen. Ich tippe auf Submit und schon wäre eine Kopie auf meinem Startbildschirm. Das lassen wir jetzt aber mal, denn jetzt wollen wir mal ganz kurz reingucken, wie man Padlet eigentlich im Unterricht sinnvoll einsetzen kann, wie es funktionieren könnte. Und zum Abschluss zeige ich auch noch ein paar eigene Beispiele. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kann ich eine konkrete Unterrichtsstunde oder sagen wir mal eher eine Arbeitsphase mit Schülerinnen und Schülern planen, indem ich Padlet nutze. Ich denke, die Funktionsweise ist jetzt sehr klar geworden und ich möchte einfach beispielhaft nur mal zeigen, wir nehmen jetzt hier einfach mal eine Geschichtsstunde, dass ich sage, okay, wir haben jetzt eine Stunde zur Völkerwanderung in der Q1. Ich gehe hier einfach mal ein auf, sagen wir mal, Grundprozesse der Völkerwanderung und tippe auf Save und zeige jetzt einfach mal, wie ich hier so einen Lernprozess anlegen könnte. Zuallererst brauche ich natürlich irgendeine Art von Information, von Instruktion, eine Fragestellung vielleicht auch, wenn ich eher projektartig arbeiten möchte. In diesem Fall würde ich einfach mal sagen, grundlegende Informationen zum Einarbeiten, tippe auf Save und kann jetzt hier Inhalte einfügen. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel einen Link einfügen zu YouTube, dann wäre das Video automatisch hier eingebunden. Ich könnte auch von der Kamera aus arbeiten, aber ich habe hier ganz, ganz viele andere Funktionen, wenn ich auf die drei Punkte tippe. Ich kann Filme einfügen, Stimmaufnahmen, ich kann meinen eigenen Bildschirm auch aufnehmen und einfügen. Ich kann auch andere Padlets hier einfügen, was eine super Funktion sein kann. Allerdings möchte ich jetzt einfach nur mal beispielhaft ein Arbeitsblatt reinfügen, das ich bei mir auf dem PC liegen habe. Ich gehe dann dazu einfach rein in Geschichte und habe da in der einen Sitzung schon ein Arbeitsblatt vorbereitet, das ich dann einfach mal nehmen würde. Und zwar geht es auf diesem Arbeitsblatt darum, das ist jetzt im Grunde irrelevant, ich möchte es nur beispielhaft zeigen, dass die Schülerinnen und Schüler die Inhalte, die im Buch stehen, kontrastieren und vergleichen mit Tutorials, unterschiedlichen, die es im Internet gibt, indem sie mal aufschreiben, welche historischen Zusammenhänge werden hier besonders deutlich, wie ist ihr Gesamteindruck auch von diesem Tutorial. Allerdings haben sie sich vorher erstmal im Buch genauer in die historischen Zusammenhänge eingelesen. Ich lasse Ihnen dann völlig offen, wie Sie Ihre Ergebnisse darstellen wollen, denn mir liegt daran, dass Sie die Inhalte gut verstehen, die Zusammenhänge, ob das eine Mindmap ist, eine Tabelle, das ist mir ganz egal. Allerdings sollen Sie die Erarbeitung dieses Teilthemas dann in Form einer iPad-Bildschirmaufnahme dokumentieren und damit zeigen, wie erarbeiten Sie sich diese Zusammenhänge, zu was für einem Zwischenergebnis kommen Sie und das sollen Sie dann hier am Ende in dieses Padlet hochladen, um dann gemeinsam Unterschiede, Gemeinsamkeiten zu diskutieren und auch die Beiträge der anderen Schülerinnen und Schüler zu kommentieren. Und der große Vorteil des Padlets ist, dass ich all das jetzt in einer Oberfläche hier nämlich machen kann. Ich habe also hier mein Material reingestellt. Ich würde sagen, das reicht. Ich kann ja als kleinen Kommentar noch reinschreiben. Bearbeitet bitte das Arbeitsblatt. Ich freue mich auf zahlreiche Ergebnisse und eine gute Diskussion. Dann könnte ich sagen, okay, Sie haben jetzt das Arbeitsblatt, Sie haben die Videos, was brauche ich jetzt? Ich bräuchte eine Spalte für Ergebnissicherung, also sage ich hier Lernvideos Völkerwanderung. Hier können Sie Ihre Videos reinladen. Ganz wichtig ist der Bereich, wenn ich eher online arbeite und eben nicht im Unterricht, dass ich hier Fragen einbaue, die gestellt werden können. Ich kann hier noch reinschreiben,
Kommentare zur Unterrichtsstunde, zum Vorgehen, einfach weil mich das interessiert, ob es da Verständnisschwierigkeiten gibt, ob Ihnen das schlüssig erscheint, und könnte jetzt hier noch eine weitere Spalte reinbringen. Das mache ich einfach nur beispielhaft, Diskussion. Sinnvoller wäre es wahrscheinlich, das hier anders zu sortieren, deswegen schiebe ich Diskussion hier rüber. Und jetzt könnten die Schülerinnen und Schüler, die Zugang zu diesem Padlet haben, hier einfach auf Plus tippen, sagen, okay, Upload, ich möchte das Video hochladen von meinem iPad, und könnten dann, wenn andere hier Videos eingestellt haben, natürlich, und das sieht man hier schon bei meinem Arbeitsblatt, auch Kommentare darunter schreiben. Wichtig ist, dass Sie immer hier auf diesen kleinen Pfeil tippen, sonst werden die Kommentare nicht abgeschickt. Das war ein Punkt, den ich jetzt häufiger erlebt habe. Das einfach nur mal beispielhaft, wie man ganz, ganz einfach einen Lernprozess in einem Padlet anlegen könnte, der zwar auf Material, auf Informationen, auf Instruktionen vielleicht auch von mir basiert. Ich könnte ja hier auch ein Erklärvideo einbinden. Dann allerdings in eine offene Arbeitsweise geht. Jeder geht so vor, wie er oder sie möchte. Es entstehen Lernvideos, die völlig unterschiedlich sind. Die Inhalte können diskutiert werden, man kann sich austauschen, man kann kommentieren. Und ganz nebenbei können wir auch noch Fragen klären und auch auf der eher ein bisschen Metaebene auch in die Reflexion dieses Vorgehens gehen und überlegen, ist das sinnvoll, so hier vorzugehen an dieser Stelle. Das Padlet ist also im Grunde, weggehend von einer einfachen Pinnwand, hier meine Lernumgebung, in der ich mit den Schülerinnen und Schülern zusammen kreativ, kollaborativ, online basiert arbeiten kann, ohne dass es für mich jetzt besonders aufwendig in der Planung wäre. Und deshalb kann ich Padlet so gut empfehlen, wenn man gerne Unterricht auch online durchführen möchte. Jetzt gleich werde ich noch ein, zwei Beispiele zeigen, einfach um mal zu sehen, was noch so möglich ist. Und ich denke, dann hat man schon einen ganz guten Überblick, wie Padlet funktioniert. Nachdem wir jetzt schon drauf geschaut haben, wie Padlet eigentlich funktioniert, wie ich ein Padlet erstelle und wie ich es auch im Unterricht für die eigene Planung anwenden kann, möchte ich nochmal einige Beispiele dafür zeigen, wie man Padlet nutzen kann. Hier habe ich nur zwei, drei Beispiele in diesem Account, aber ich denke, die reichen schon aus, um mal einen ersten Einblick zu bekommen. Ein Beispiel, das, denke ich, ganz gut geeignet ist, ist ein Padlet, das ich für die Schülerinnen und Schüler meiner 1.11. Klasse zu Beginn der Corona-Zeit erstellt hatte. Und da sieht man, dass ich die freie Oberfläche Canvas genutzt hatte und einfach zunächst mal Ideen gesammelt hatte. Hier links sind Beiträge von Schülerinnen und Schülern, was sie sich vorstellen könnten, was sie sich wünschen würden für den Unterricht. Das hatte ich zunächst als Chat-Oberfläche angelegt und habe dann aber das Design geändert hin zu einer offenen Pinnwand. Sie hatten also alle möglichen Wünsche formuliert. Ich hatte dann auch mit Hilfe des Twitter-Lehrerzimmers ein paar Grafiken reingepackt, was könnte man eigentlich in dieser Zeit machen, ganz grundsätzlich, und hatte dann aus den Vorschlägen unterschiedliche Unterrichts- bzw. Projektinhalte zusammengeschrieben. Links sehen wir einmal eine Challenge, die auch aus dem Twitter-Lehrerzimmer stammt, die ist nicht von mir, die Schülerinnen und Schüler abarbeiten können im Laufe der Zeit. Ein ganz offenes Projekt, das vielen sehr viel Spaß macht. Hier hatte ich reingepackt Verschwörungstheorien zu Corona und als drittes hatten wir historische Vergleiche, weil wir uns im Fach Geschichte befinden. Spanische Grippe nach dem Ersten Weltkrieg im Vergleich zu Corona heute. Und das konnte ich jetzt in diesem Padlet hier einfach völlig frei sortieren. Und in diesem Padlet werden wir jetzt in der Folge weiterarbeiten, denn ich werde hier noch eine zusätzliche Spalte rechts aufmachen mit Zwischenergebnissen, die dann auch gegenseitig kommentiert und diskutiert werden können. Das ist also ein Beispiel, wie man eine Corona-bedingte unterrichtsfreie Planung durchführen könnte. Und ich schaue mal ganz kurz auf das Padlet zurück, was wir noch für Beispiele haben. Ganz interessant ist sicherlich auch hier ein Überblick, wenn man einfach nur Material sammeln möchte. Denn für eine Fortbildung für Flip zum Thema Flip Classroom hatte ich einfach mal zusammengefasst, was es im Internet alles schon gibt. Einmal als Einleitung, ganz allgemeine Einführungsvideos, Einführungstexte und dann aber auch nach Fächern sortiert, welche Materialien zu Flip Classroom, Erklärvideos, konkrete Arbeitsblätter schon existieren, damit man sich die Arbeit nicht neu machen muss. Auch dafür ist Padlet natürlich wunderbar geeignet, um hier, und das ist die Vorlage Shelf, also Bücherregal, in Spalten mit ganz klaren Überschriften Inhalte sortieren zu können. Die können dann geliked werden, die können auch kommentiert werden. Und auch dafür ist es natürlich sehr, sehr praktisch als Materialsammlung. Das dritte Beispiel, das ich zeigen möchte, ist ein offenes Padlet.
indem man ganz beliebige Inhalte beliebig sortieren kann. Das Ganze habe ich so aufgebaut, dass die Schüler im Spanischunterricht Zeitungsmeldungen schreiben sollten zu einer Kurzgeschichte. Es war eine Kriminalgeschichte. Sie sollten dazu die Zeitungsmeldung verfassen mit passenden Bildern. Ich habe dazu eine wunderbare Anwendung genutzt, die kostenlos im Internet verfügbar ist, nämlich Telegraph, einen Instant-Blogging-Dienst, zu dem ich auch ein Tutorial gemacht habe. Und die Schüler haben dann einfach hier die Links reingepostet zu ihren Artikeln. Und wenn ich da mal ganz kurz draufklicke in dem Padlet, dann komme ich hier direkt auf den Blogartikel, den diese kleine Gruppe hier gestaltet hat. Sie können jetzt einfach hier Ihre Blogbeiträge sortieren. Die können jetzt kommentiert werden, geliked werden. Es kann Austausch dazu stattfinden, natürlich auf Spanisch in dem Fall. Und auch so kann ich das Padlet natürlich wunderbar nutzen, um mit diesen Texten, die jetzt im Unterricht entstehen, weiterzuarbeiten, zum Beispiel in Form einer Diskussion. Was geht noch? Und das habe ich jetzt einfach mal beispielhaft dargestellt. Das ist die Map-Funktion von Padlet. Und zwar habe ich hier einfach mal angenommen, wir machen eine USA-Reise und das soll im Unterricht vorgestellt werden. Jetzt kann ich hier unterschiedliche Orte markieren und mit Inhalten befüllen. Wenn ich auf Plus tippe, und das zeige ich einfach nur mal ganz schnell, könnte ich hier jetzt zum Beispiel eine weitere Stadt eingeben. Nehmen wir mal Chicago. Und das wird automatisch hier korrekt auf der Karte vertaggt. Und jetzt könnte ich hier beliebige Inhalte, Fotos, Text, Kommentare dazuladen und hätte am Ende eine Art interaktive Karte der USA. Das ist die Map-Funktion von Padlet, die ich auch sehr, sehr praktisch finde für den Geografieunterricht, aber natürlich auch für die Fremdsprachen. Und wir schauen jetzt noch mal ganz kurz rein, denn ein Beispiel habe ich noch zum Abschluss, das ich gerne zeigen möchte, und das ist die Zeitleisten-Funktion, die natürlich gerade für den Geschichtsunterricht, aber ich sagte vorhin auch schon für Literatur zum Beispiel, ebenfalls interessant sein könnte. Hier eine Zeitleiste zur Wiedervereinigung Deutschlands 1989 bis 90. Und hier sieht man historische Daten, die einfach hinterlegt sind. Es lassen sich genauso natürlich auch beispielsweise von YouTube Links hinterlegen und so erhalte ich innerhalb kürzester Zeit, gerade wenn man es kollaborativ mit einem ganzen Kurs erarbeitet, eine multimediale Zeitleiste. Auch das eine ganz tolle, relativ neue Funktion von Padlet, die ich insbesondere für den Geschichtsunterricht empfehlen kann. Ja, ich denke, ich muss gar nicht weit ausholen, um in diesem Kurzfazit herauszustellen, dass Padlet in meinen Augen im Moment eigentlich das beste Tool ist, um eine Mischung aus offenem Arbeiten, online-basiertem Arbeiten, das kollaborativ angelegt ist, mit, wenn ich das möchte, einer klaren Struktur zu verbinden. Ich habe in unterschiedlichen Beispielen gezeigt, wie ich Lernprozesse anlegen kann, wenn ich das möchte, wie ich aber auch ganz offen arbeiten kann. Und der Fokus von Padlet liegt natürlich auf der offenen Recherche, offenen Ergebnissicherung und das ist in Zeiten von Schulschließungen und Online-Unterricht natürlich ganz entscheidend, der Möglichkeit, sich auszutauschen, in Diskussion zu treten, andere Beiträge zu kommentieren und so auf die eine oder andere Weise zusammenzuarbeiten, wenn man nun mal nicht persönlich nebeneinander sitzen kann. Und gerade diese Mischung aus Struktur und Offenheit ist für mich das entscheidende Argument für Padlet, verbunden mit unglaublichen Möglichkeiten, dass ich alle Formate einbinden kann, ganz offen arbeiten kann. Das bieten ganz wenige Oberflächen in dieser Form. Und dass Padlet prinzipiell kostenlos erhältlich ist, immerhin hat man dann drei Padlets zur Verfügung, ist in meinen Augen ein weiteres Argument, um erstmal ganz bedenkenlos Padlet auszutesten und dann zu schauen, wie man damit weiterarbeiten möchte. Ich kann nur allen Einsteigern wirklich empfehlen, Padlet mal auszuprobieren, sowohl für die Arbeit im Kollegium als auch für den Unterricht, denn es bietet unglaublich viele Möglichkeiten für Zusammenarbeit, für Kollaboration, für online-basiertes Arbeiten, das kreativ gestaltet ist. Und deswegen geht meine Empfehlung ganz klar in Richtung Padlet, das zudem auch noch ganz einfach zu bedienen ist, wie ich hoffentlich in diesem Tutorial zeigen konnte.